Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und ja, wir warten immer noch alle sehnlichst auf die Alpha, auf den Alpha-Start von Escape from Tarkov. Und deswegen habe ich mir einfach, weil natürlich auch wieder ein bisschen was Neues kam, bei den Entwicklern leider keine Fragen direkt, aber da kam ein bisschen was, ein paar Screenshots kamen dann nämlich zu den Zonen, die wir im Endeffekt ja in der Alpha dann betreten, spielen können, wie auch immer ihr das sehen wollt. Und dazu gibt es natürlich zu jeder Zone, zu jedem Abschnitt, gibt es ja in Escape from Tarkov im Endeffekt auch eine Geschichte, beziehungsweise natürlich, wieso, weshalb steht dieses Gebäude da, was auch immer. Also Escape from Tarkov handelt ja nun mal von einer Story des Konflikts, in dem im Endeffekt das ja nun mal ausgebrochen ist, das ganze Malheur da. Ja, natürlich gibt es dann auch zu den einzelnen Zonen die Geschichten oder beziehungsweise die Story dazu. Und ich dachte mir, wir gucken uns einfach mal gemeinsam die Screenshots an und ich erzähle euch ein bisschen was gerade über die Story zu den jeweils relevanten Zonen, die wir gerade zu sehen bekommen. Weil ich habe ja gesagt, ich melde mich natürlich nochmal zu Wort zu Escape from Tarkov. Nicht, dass ihr denkt, dass ich einschlafe bei dem Ganzen. Nein, ich verfolge das ja natürlich auch alles und warte halt wirklich gespannt. Das ist ja nun wirklich nicht mehr lange hin. Und so lange nehmen wir halt die kleinen Zahnstocher, die wir hingeschmissen kriegen, gucken uns die Screenshots an. Und im Endeffekt erfahren einfach mal wieder ein wenig mehr über die Story. Also meine Freunde, das sind jetzt im Endeffekt die aktualisierten Zonen der Alpha und wir fangen dann einmal an mit den Chemical Plant Dorms. Die Chemical Plant Dorms sind im Endeffekt der zweite Block von Wohnheimen gewesen, die halt zur chemischen Verarbeitungsanlage gehörten. Und vor dem Konflikt diente diese wohl als Unterkunft für die Anlagenmitarbeiter und jetzt ist es wohl eine Bar geworden oder eine nächtliche Zuflucht für die Scuffs. Durch Verletzung der Brandschutzvorschriften verbrannten wohl mehrere Räume vollständig aus und wurden damit unbrauchbar. Wie für einen Block üblich, beherbergte es vor dem Konflikt nicht nur lokale Fabrikarbeiter, sondern Fach- und Verwaltungspersonal der russischen Niederlassung der Terra Group. Nach der Privatisierung der chemischen Anlage Nummer 16 lief also laut offiziellen Quellen das ganze Tag-für-Tag-Geschäft über die Terra Group. Und einmal weiter zur Chemiefabrik. Die chemische Fabrik Nummer 16 beinhaltete Epoxidharze, Lösungsmittel, Verdünner, Pökelverbindung, Polyurea, Reagenzien und aktive Substrate und verschiedene Chemikalien für den Bau. Erworben von der Terra Group, die eine Tochtergesellschaft gegründet hatte, um einen neuen Vektor der Pflanzenentwicklung zu bilden. Als der Konflikt ausbrach, wurde es mit Hilfe der United Security, also privaten Militärfirmen, evakuiert. Die Evakuierung von Vermögenswerten wurde jedoch nicht abgeschlossen. Später wurde die Einrichtung von Scuffs und Flüchtlingen überrannt. Kommen wir einmal zum chemischen Fabriklager. Die Werksanlagen umfassten halt Lagerhallen, die für die Speicherung von nicht autorisierten und verbotenen Materialien der Terra Group illegal verbrannt wurden. Die Masut-Handhabungsstation. Die Masut-Handhabungsstation wurde vor dem Regionslockdown verwendet, um die chemische Anlage und den CHP-Kesselraum mit Brennstoff zu versorgen. CHP, die wiederum Pumpenwasser zu den industriellen Produktionsanlagen förderte. Später wurde die Stationsausrüstung verkauft und der Heizraum folglich aus dem Betrieb genommen. Tankstellen. Die DP Fuel Tankstelle gehörte zu den ersten Objekten, die von den Einheimischen infolge des entstehenden Konflikts eingenommen wurde, um ihre Kraftstoff- und Lebensmittelversorgung zu erhalten. Im selben Moment wurden viele strategisch wichtige Punkte der Region, darunter Tankstellen auch, von der russischen Armee kontrolliert, um weiter die logistische Krise zu vertiefen. Als die Armee dann abzog, wurden die frei gewordenen Gebäude schnell durch die Scuffs übernommen. Die Straßensperren. Die wichtigsten Straßen der Stadt und in den Vororten wurden mit Straßensperren entweder von UN-Blauhelmen oder den russischen Streitkräften abgeriegelt. Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene bewaffnete Gruppen versucht, einige erfolgreicher als andere, die Truppen zu belagern, bis letztendlich die Blöcke von Heckenschützen, Minenfeldern und Mörtelschellings verstärkt wurde. All diese Maßnahmen haben das abgelegene Gelände in bekannte Segmente kartiert, es gab also keine Chance, auf direktem Weg zu fliehen. Entschuldigt bitte meine Aussprache. Das Dalny 2 Zollterminal, das von der Terra Group betrieben wurde, ist im Endeffekt ein Logistikunternehmensbüro und die Lagerräume dessen waren einmal voll von verschiedenen Terra Group Ausrüstungen sowie Baumaterialien von dem Tarkov Infraline Entwicklungsunternehmen. Nach dem Stadtlockdown wurde sie lange Zeit von der privaten Sicherheitsfirma Phoenix gehalten, bevor sie schließlich auch den Scuffs erlag.
Und schlussendlich kommen wir einmal zum Garage Park. Das Mieteigentum Druzhba. Garage Park wurde im Jahr 2009 von den Hafenbehörden als Teil einer Reihe von Mieteigentumsprojekten für die Hafenarbeiter geschaffen. Die Druzhba Parkgaragen gehörten meist den Mitarbeitern der Hafenbalkanschlüsse. Zu Beginn des Konflikts zogen einige SCAFs des Terminal Danish 2 dorthin und diese nutzten halt das dann im Endeffekt als Lager- und Transportwerkstätten. Ja, meine Freunde, das sind jetzt die Daten, die natürlich die Entwickler zu diesen Screenshots geschrieben haben und zu den einzelnen Zonen. Und ich habe euch das jetzt einmal ein wenig auf Deutsch näher gebracht, da wir ja immer noch wieder alles nur auf Russisch oder Englisch lesen können. Und ich dachte, ihr könnt euch das so einfach mal anhören, falls ihr wieder keinen Bock habt, euch das durchzulesen. Und so komme ich natürlich auch nochmal in Verbindung mit euch, in Kontakt mit euch, bevor die Alpha startet. Mal sehen, was auf der Homepage noch so veröffentlicht wird davor. Mit diesen Informationen werde ich euch dann natürlich auch weiterhin versorgen. Ja, für diesen kleinen Zwischen-Spontan-Part soll es das dann auch erstmal wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet durch die Screenshots und durch das, was ich erzählt habe, nochmal einen kleinen Eindruck kriegen und kriegt immer mehr Spannung auf die Alpha und natürlich auch mehr Verständnis für die Story rund um Escape from Tarkov. Ja, meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch wie immer einen Daumen nach oben da. Ansonsten konstruktive Kritik in die Kommentare. Und meine Freunde, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer was. Euer Gernschott.